Zuckerrohr, Avocados und Macadamianüsse. Der Hof der Familie Köhne an der Ostküste Südafrikas ist breit aufgestellt. Warum unser heutiger Gast Rudolf seine Heimat dennoch um ein Haar verlassen hätte und heute wieder auf dem elterlichen Betrieb arbeitet, darüber sprechen wir mit ihm in diesem Podcast. Hallo liebe Landtechnik-Fans und willkommen beim FarmWorld TV Podcast. In dieser zweiten Folge wollen wir mit euch einen Blick nach Südafrika werfen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, haben wir im letzten Jahr die dortige Agrarwirtschaft sehr intensiv für unsere Filmproduktion Abenteuer Südafrika – Landwirtschaft zwischen Kap und Kalahari bearbeitet. Im dritten Teil ging es unter anderem um die Zuckerrohrernte und wir haben dafür den Hof der Familie Köhne an der Ostküste des Landes besucht. Ja, am Ende ging es neben Zuckerrohr auch um den Avocado-Anbau und die Macadamianussernte. Und immer mit dabei an diesem gut gefüllten Drehtag war Rudolf. Er ist erst vor kurzem wieder in den Familienbetrieb eingestiegen und genau der richtige Ansprechpartner, um uns über die Landwirtschaft in Südafrika zu berichten. Ja, Rudolf, schön, dass das mit diesem Beitrag klappt. Schön, dass wir dich erreichen in Südafrika an der Ostküste. Eure Farm liegt ja in etwa eine Stunde nordwestlich von Durban. Die Stadt ist ja auch außerhalb des afrikanischen Kontinents bekannt. Beschreib uns aber doch mal die Region, denn in der Region sind bestimmt noch nicht alle gewesen. Ja, hallo Tammo, danke, dass ich dabei sein könnte. Die Region, ja, wie du gesehen hast bei der letzten Aufnahme, Landwirtschaft in Südafrika. Wir haben recht hügeliges Gelände hier. Wir haben kleine Feldstrukturen und von der Wette her recht hohen Regenfall mit etwa 1000 Liter im Jahr und somit eine sehr große Vielfalt an Kulturen, die hier wachsen. Merkt man bei euch noch so diesen städtischen Zusammenhang oder ist das wirklich dann getrennt? Also innerhalb der einen Stunde ist man dann wirklich auch, was ich sagte, aus Durban raus und dann ist man auch wirklich auf dem Land. Oder gibt es da so dieses Vorstadt-Ding, dieses Leben auf dem Land? Gibt es das bei euch noch so ein bisschen oder ist das dann wirklich ganz klar getrennt? Also es ist mehr getrennt als wie in Europa. Also wir haben hier wirklich ja. Stadt und Land. Großstadt ist Durban. Von Durban aus Richtung unserer Farm kommt noch eine etwas kleinere Stadt, die Hauptstadt von KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg. Und dann von Pietermaritzburg raus kommt man dann eher ins Ländliche. Dann kommen da nur noch ein, zwei Dörfer zwischendrin mit etwa 300 Einwohnern jeweils. Und die Farms sind aber alle wie Aussiedlerhöfe in Europa. Also wir haben auf der Farm unser Haus und unser ganzes Land ist um den Hof herum. Wir haben nicht wie in Deutschland, dass wir im Dorf noch Bauernbetriebe haben und dann das Land drumherum. Also es ist wirklich ländlich aufgebaut. Mhm. Genau, KwaZulu-Natal hattest du gerade erwähnt, für die, die es nicht wissen, ist eben die Provinz, in der ihr da seid. Und die Hauptstadt hast du ja genannt, Pietermaritzburg. Lass uns ein bisschen vorne anfangen, bevor wir auf euren Betrieb, auf deinen Lebenslauf, wir haben ja doch einiges zu besprechen in diesem Beitrag, zu sprechen kommen. Lass uns kurz auf deinen, so ein bisschen zurückschauen. Du bist Jahrgang 1992 und bist auf dem elterlichen Betrieb aufgewachsen, dort in der Region, wo du es gerade beschrieben hast. Wie ist euer Hof aufgestellt? Bevor wir in Details gehen, nachher etwas später, aber sag einmal grob, wie ist euer Hof aufgestellt? Wer arbeitet mit? Es ist ja ein Familienbetrieb. Genau, wir haben einen Familienbetrieb in der fünften Generation laufen wir jetzt und auf dem Betrieb sind es einmal mein Vater, mein Bruder und ich. Meine Mutter und meine Schwägerin, die sind auch mit im Betrieb, machen ein bisschen im Büro, helfen sie mit. Aber hauptsächlich sind es mein Vater, der hat natürlich die Farm übernommen von meinem Großvater, hat die bis zum bestimmten Punkt bewirtschaftet, dann kam mein Bruder zurück auf die Farm, der hat dann die Landwirtschaft übernommen und mein Vater ist dann in die Werkstatt gegangen und seit 2022 bin ich jetzt zurück und habe ich die Werkstatt übernommen und den Finanzbereich und mein Vater hilft noch in der Werkstatt und dann halt natürlich auch auf die anderen einzelnen Abteilungen, wo wir dann noch drüber zu sprechen kommen. Mhm.
Jetzt, dein Vater ist gelernter Landwirt, dein Bruder und du, ihr seid da mittlerweile, glaube ich, sogar die sechste Generation, die jetzt in den Betrieb reinwächst oder dann den Betrieb irgendwann übernimmt. Jetzt ist es für den Zuschauer und Zuhörer sicherlich, du sprichst sehr gutes Deutsch. Jetzt müssen wir irgendwo ein bisschen die Verbindung aufklären. Wo kommen die Wurzeln eurer Familie her? Denn auch der Name, euer Nachname Köhne, klingt jetzt ja doch sehr europäisch, sehr deutsch. Ja, erklär uns da auf, wo sind eure Wurzeln? Ja, Wurzeln natürlich, wie du schon ahnst, kommen aus Deutschland. Um genau zu sein, Lüneburger Heide, dicht bei Celle. Ich glaube, Bergen heißt die Stadt, wo wir ursprünglich herkommen. Da ist auch noch der ursprüngliche Köhnehof. Meine Vorfahren waren Schmied und sind damals mit der Louis-Harms-Mission ausgewandert. Und die Mission oder die Pastoren damals, die Missionare, die haben mit sich ein Lehrer, ein Arzt, ein Schmied mitgenommen, dass sie einfach die Grundversorgung sicherstellen können in die neuen Länder, wo sie missionieren. Und zusammen mit einem Missionar sind meine Vorfahren dann ausgewandert als Schmied von der Königsseite und haben uns dann natürlich um diese Missionsstelle angesiedelt. Das ist etwa 80 Kilometer entfernt. Die Farm da hatten meine Vorfahren, aber mein Urgroßvater dann verkauft und hat hier diese, wo wir jetzt aktuell sind, gekauft und hat die aufgebaut. Und mein Vater ist dann halt auch hier aufgewachsen und ich und mein Bruder sind auch hier aufgewachsen. Ja, aber wie gesagt, mit der Mission sind sie damals ausgewandert. Das war der Grund der Auswanderung, einfach um die Unterstützung für die Missionare. Und ja, bis heute dann halt irgendwie in dem Schmied-Landwirtschaftsbereich geblieben. Ja, das ist ja ganz interessant bei euch auf dem Hof. Du hattest es ja auch gesagt. Wir haben uns getroffen letztes Jahr im Rahmen unserer Filmproduktion. Da sind wir eben bei euch auf dem Hof gewesen, sind einen ganzen Tag da gewesen, inklusive einem ziemlich krassen Barbecue abends, was wir bei euch da zelebriert haben. Und da haben wir natürlich auch viel über solche Themen gesprochen. Und genau, es war das Jahr 1848, glaube ich, hatte ich noch mir von damals notiert, wo eben deine Vorfahren ausgewandert sind. Ja, Luftlinie bis zu euch sind es über 9000 Kilometer. Ich glaube, ziemlich genau von Computer zu Computer jetzt 9100 Kilometer. Die maximale Zeitverschiebung, die man hat, ist ja je nach Jahreszeit eine Stunde. Also die Verbindung nach Deutschland ist relativ angenehm und um ein Haar hättest du ja auch die Heimat Südafrika ja, verlassen, kann man ja fast sogar sagen. Wie kam es dazu? Ja, also ich habe sie ja verlassen, ich bin nur zurückgekehrt. Ja. Also wir haben Ausbildung gemacht in Deutschland. Wir haben damals, als wir mit der Schule fertig waren, also erst mein Bruder, dann danach ich auch, hat mein Vater zu uns gesagt, bevor wir auf der Farm bleiben und alt werden, sollten wir erst was lernen, was Vernünftiges und ein Papier hinter unseren Namen kriegen. Wir haben ja in Südafrika immer wieder das Problem oder die Schwierigkeit, dass die Regierung versucht, wieder Landenteignungen durchzuführen. Und es ist schon mehrmals passiert, dass Landwirte ihre Farm verloren haben. Und somit steht es auch immer offen, dass es jeden Tag passieren könnte. Und so ein bisschen mit den Hintergrund oder den Gedanke zu spielen, wenn ich ein Papier oder eine Qualifikation habe, die mich weltweit irgendwo eine Arbeitsstelle sichert, dann hat man einen Plan B. Und mein Vater hat gesagt, er hätte gerne, dass wir diesen Plan B haben. Und erst wenn wir den haben, dann zurückkommen auf der Farm. Und dann wird er sich auch freuen, wenn wir dann zurück sind. Und somit hat mein Bruder sich dann aufgemacht, hat sich mehrfach beworben bei verschiedenen Herstellern in Deutschland, bei unter anderem Porsche, Viessmann, Mercedes und letztlich dann auch bei John Deere. Ja, verbunden mit der Landwirtschaft, guckt man auch natürlich, wo die Landmaschinen sind und sind so dann zu John Deere gekommen. Wir fahren auch John Deere daheim und da war auch schon ein bisschen so die Verbindung her. Ja, hat sich da beworben. John Deere hat sich dann gemeldet und er hat den Ausbildungsplatz bekommen. Mein Bruder hat Kfz-Mechatroniker gelernt und hat auch die Prüfung abgeschlossen, Gesellenprüfung, musste dann allerdings freiwillig wieder das Land verlassen. Das war damals die Abmachung mit der Ausländerbehörde. Der darf gerne kommen lernen, allerdings
muss er nach Beendigung der Ausbildungszeit wieder das Land verlassen. Der hat denn das auch gemacht, ist denn auch, hat er auch den Entschluss gefasst, zurück nach Hause zu kommen auf der Farm und wollte auch Landwirt sein. Also der wollte Landwirtschaft betreiben und macht das auch bis heute, ist zufrieden, sehr zufrieden damit und es läuft auch sehr gut. Ja, als ich dann kurz vor dem mein Bruder fertig war, wollte ich ihn dann besuchen. Einfach, wenn man schon mal die Möglichkeit hat, so eine Hersteller wie John Deere zu besuchen in der Fabrik und dann auch noch Kontakte hinter der Türen hat, muss man es ja auch ausnutzen. Ich habe ihn dann besucht in seinem letzten Jahr, das war 2010, haben wir ihn dann besucht. 2009, glaube ich, war Ende 2009, Anfang 2010. Und da habe ich dann auch natürlich die Verbindung geknüpft zu John Deere mit Aussicht, auch meine Ausbildung dann da zu machen. Als es denn bei mir soweit war, bin ich dann 2011 auch rüber, habe mich da beworben, habe die Stelle bekommen, habe dann auch Ausbildung gemacht. Zu dem Zeitpunkt, da wir die Ausbildungsberufe nicht ganz unterscheiden konnten, meine, wenn wir sprechen sehr gutes Deutsch, aber bei uns ist das ganze Technische alles auf Englisch. Und wenn man dann auf Deutsch die Beschreibungen liest von einer Arbeitsstelle, dann weiß man nicht so ganz, was man sich darunter vorstellen soll. Und ich habe dann gesagt, sicher, sicher, ich mache das Gleiche wie mein Bruder, auch Kfz-Mechatroniker, mit dem Unterschied, ich habe dann im Anschluss noch meinen Kfz-Meister gemacht und bin noch ein paar Jahre bei John Deere geblieben, bis, wie gesagt, 2022, wo ich dann beschlossen habe, zurückzukommen und in die Heimat im eigenen Betrieb einzusteigen. Ja, also so ein bisschen war der Weg, wie du es beschrieben hast, dass der Vater da so ein bisschen nach der Schule den Weg einleitet, noch durch ein Studium, durch eine solide Ausbildung. Da habe ich mich so ein bisschen wiedergefunden. Bei meinem Bruder und bei mir war es ähnlich, auch wenn wir keinen Betrieb zu Hause haben, jetzt ein bisschen mehr in diese Medienschiene gerutscht sind. Ganz so ähnlich ist es bei uns auch gelaufen. Ja, aber ich möchte dich jetzt noch nicht ganz entlassen aus der Zeit, die du in Deutschland beschrieben hast, denn du hast da ja, das war ja ganz interessant, du bist ja dann, nachdem du bei John Deere dann ja Fuß gefasst hattest, auch noch durch ein paar Abteilungen durchgewandert, hast so ein bisschen auch verschiedene Produkte gesehen und bist da auch im Ausland tätig gewesen, was ja für dich wahrscheinlich auch super spannend war, jetzt aus der kleinen Farmecke dort rund um Durban jetzt auf einmal rund um die Welt unterwegs zu sein und da für John Deere in der Praxis tätig zu sein. Gib uns noch mal einen Eindruck dazu. Das sind so viele spannende Sachen. Alles können wir nicht erzählen, aber ein paar Sachen kannst du erzählen. Genau, es gibt viel zu erzählen. Ich habe nach der Ausbildung dann eine Stelle bekommen im Kundendienst, Werkskundendienst für Traktoren. Lag ja auch nahe, da die Traktoren, die 6000er in Mannheim gebaut werden. Habe ich dann im Werkskundendienst für die 6000er Traktoren gearbeitet, habe auch unterstützt die Klein- und Großtraktoren, weil ich hauptsächlich die Verbindung zu Südafrika hatte, die Kundendienstleiter hier in Südafrika, die Werkstätten von den Mechanikern schon kannte. Da lag es halt nahe, dass ich halt den Kundendienst für Südafrika übernehme und habe dann sehr viel mit denen zusammengearbeitet, gerade in den Traktorenbereich. Mein Vertrag war allerdings nur ein Jahr und als der Vertrag zu Ende kam, musste ich dann in eine neue Abteilung wechseln. Als ich dann angefangen habe, an dem Tag haben die anderen Trainer beschlossen, sie wollten auch mal andere Produkte machen und ein bisschen durchwechseln. Und ich bin dann in die Schiene Feldhäcksler und Mähaufbereiter und Ballenpressen gelandet. Davon hatte ich natürlich keine Ahnung. Das ist etwas, was wir hier fast gar nicht machen. Wir haben Zuckerrohr und Macadamianüsse und so weiter, das kommen wir ja gleich zu, aber Gras hatten wir eigentlich nicht. Wir hatten mal eine alte Ballenpresse von Welger, da haben wir einmal im Jahr mit 30 Ballen gepresst und da war es so, wenn wir pressen mussten, haben wir erstmal den Mechaniker gerufen, der kam an, hat sie für uns eingestellt, damit alles funktioniert. Dann haben wir 30 Ballen gepresst, dann wurde die wieder weggestellt und auf nächstes Jahr gewartet. Somit war das ein etwas schwieriger Einstieg, aber ich muss sagen, es hat sich sehr gut gelungen, dadurch, dass wir auch die Maschinen im Trainingscenter hatten und ich sie zerlegen konnte und ins Detail halt alles durchgehen konnte und dann mit dem Support aus der Fabrik und die Ingenieure, die dann halt, wo man halt den direkten Draht hat, konnte ich mich dann richtig gut einfuchsen in die Geschichte. Ja, von da aus habe ich dann ein Angebot bekommen für den Werkskundendienst für Feldhäcksler und Ballenpressen in Zweibrücken. Hab dann von dort aus hauptsächlich den Feldhäcksler betreut.
aber auch dann Ballenpressen und Mähaufbereiter. Mit die Ballenpressen natürlich das Werk in Frankreich, hat man halt die Verbindung zu Frankreich, war man öfters in Frankreich, da Schulung gemacht, da in der Entwicklung mit Tests durchgeführt, um halt die Ballenpressen kennenzulernen. Und Feldhäcksler natürlich, ja, im Hauptwerk zu sitzen, ist natürlich ja, die Informationsquelle ja direkt da. Genau, und wahrscheinlich auch ja dann, wie wir auch drüber gesprochen hatten, ja so ein bisschen das Flugticket, was dazugehört, wenn man den Feldhäcksler aus Zweibrücken betreut. In deinem Fall Südamerika, glaube ich, mehrere Monate. Weiß ich, was hast du da gemacht? In welchen Ländern warst du? Genau, ich habe dann vom Feldhäcksler aus, wie gesagt, ich habe hauptsächlich den Feldhäcksler betreut. Da durfte ich dann für knapp 3 Monate waren es nach Südamerika. Da haben wir Testteile und Prototypenteile verbaut, um die zu testen. Die Saison in Südamerika, wie du weißt, ist ja etwas früher als die deutsche. Und da wollten wir einfach vom Werk aus die ganzen neuen Teile für die Saison schon vorab prüfen, dass wir wissen, die funktionieren, die können wir die Kunden verkaufen oder da gibt es noch Probleme, da müssen wir noch anpassen. Dann haben wir halt wenigstens ein bisschen Zeit und müssen da nicht erst recht in Europa in der kurzen Saison dann im Großstress da noch Änderungen einführen. Ja, dann bin ich nach Südamerika für knapp 3 Monate, Brasilien, erst Argentinien, dann Brasilien, dann Paraguay und Uruguay. Ja, es war ganz interessant in den Werkstätten da. Wir hatten alle vorgeschrieben, wir brauchen einen 2 Tonnen Stapler, wir brauchen festen Boden, die Maschine muss in der Werkstatt sein, nicht im Feld, weil die Teile, die wir halt eingebaut haben, musste man halt ausrichten und so weiter. Und zum Teil haben wir Maschinen im Feld umgebaut, wir haben mit kleinen 2 Tonnen Wagenheber gearbeitet, weil kein Stapler verfügbar war in der ganzen Stadt. Also war wirklich, wir haben Kunden angerufen, wo ist die Maschine, die muss doch heute hier sein. Ja, wir haben nicht gedacht, dass da jemand kommt von der Fabrik. Das passiert doch nie. Und ja, also es Hört war sich nach wirklich. einem super Training an, auch für das, was du ja jetzt zu Hause auf dem Betrieb machst. Denn da müssen wir jetzt, ja, du warst dann auch nochmal in Estland, du warst in Litauen, du warst in Israel für John Deere auch für andere Aktivitäten noch tätig. Aber du hast dich dann entschlossen, 2022 war es, glaube ich, oder? 2022, ja, wieder auf den Familienbetrieb zurückzugehen. Hat es dir in Deutschland nicht gefallen oder wie ist das? Wie trifft man so eine Entscheidung? Weil du warst denn ja einige Jahre drüben. Ja, wie gesagt, ich war europaweit und weltweit unterwegs für John Deere. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe es richtig viel gelernt, auch wie du sagst, richtig viel für dem, was ich heute mache. Die Erfahrung, die war sehr, sehr, sehr gut. Und ja, die Entscheidung, die habe ich garantiert nicht über Nacht gefallen. Also bin dann einen Morgen wach geworden und habe gesagt, so, das war's, jetzt fahre ich nach Hause. Das war schon mehrere Monate. Ja, fast Jahre, könnte man sagen, wo ich mir diesen Gedanke im Kopf hin und her laufen lassen habe und überlegt habe, was machen wir? Ich wollte mich schon immer, oder das war eigentlich schon immer mein Grundgedanke, wenn ich einen Tag 30 Jahre alt werde, möchte ich beschlossen haben, was ich mache. Bleibe ich in Deutschland, baue da mein Leben auf oder bin ich in Südafrika oder bin ich in Brasilien, Argentinien oder sonst wo auf der Welt unterwegs? Aber das wollte ich einfach gerne fest entschlossen haben, dass man weiß, weil mit 40 oder 50 erst den Gedanke zu fällen, oh, jetzt schmeiße ich alles nochmal um und fange von vorne an, ist meiner Meinung nach zu spät. Also da kann man dann auch nichts Großes mehr bewegen. Ja, es war auch eine lange Zeit, bin ich in Deutschland geblieben, hauptsächlich weil die Farm in Südafrika zu klein war für mich und mein Bruder beide. Und somit war das eigentlich, ja, der Job hat mir gefallen, ich habe es genossen, ich habe viel gelernt, ich bin da geblieben und irgendwann kam dann halt der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich entscheiden, bleibe ich hier oder gehe ich nach Haus. Und da habe ich mich dann nach sehr vielen schlaflosen Nächten dazu entschlossen, ich versuche es und steige zu Hause im Betrieb ein. Der Hauptpunkt war halt der, bei John Deere arbeite ich für einen Weltkonzern und jeden Monat die Überstunden, die ich da reinschiebe, die gehen halt für Herr John Deere und nicht für
meinen eigenen Betrieb. Und hier, wenn ich Mhm. das Gleiche hier tue, jede Überstunde, die man macht, macht man für sich selbst, macht man für seinen eigenen Betrieb, baut man seine eigene Firma auf. Und ja, letztendlich habe ich mich dann für die Familie, das Zuhause entschlossen und bin zurückgekommen. Ja, super spannend und ist absolut nachvollziehbar. Also glaube ich, deine Entscheidung für alle Zuhörer und Zuschauer, dass man sich einfach irgendwann Gedanken machen muss, zumal es ja auch nicht ganz so einfach ist mit den Familienbesuchen und so weiter, ne? Da das Visum zu bekommen für die ganze für Besuchsaktivitäten aus Südafrika nach Deutschland, das habe ich bei euch aus der Familie auch bei dem Barbecue so ein bisschen mitbekommen. Das ist nicht so einfach, oder? Ihr könnt nicht einfach ein Ticket da buchen und nach Deutschland fliegen. Haben deine Eltern dich mal besucht in Deutschland in der Zeit? Ja, wenn man von Deutschland nach Südafrika fliegt, bucht man einen Flug, man steigt morgen im Flieger, man fliegt runter, man hat einen Wechselkurs 1 zu 20 und man hat einen schönen, günstigen, gemütlichen Urlaub im besten Wetter. Und wenn man andersrum geht, dann muss man sein Geld durch 20 teilen, man muss eine extrem lange Liste von Papieren und Nachweisen ausfüllen, um nach Deutschland zu kommen, um überhaupt den Visum zu bekommen, um da 3 Wochen Urlaub zu machen. Also das ist ein ziemlich Aufwand und ja, somit ist das halt nicht so leicht gewesen. Es war leichter für mich, runterzukommen. Somit ich bin ein bis zweimal im Jahr nach Hause gekommen in Urlaub, weil es einfach für mich leichter war, runterzufliegen, als wie für meine Familie rauf. Absolut. Ja, du bist wieder jetzt seit 2022 August bist du wieder in Südafrika, jetzt auf dem Familienbetrieb, hast dort die Verantwortung für die Werkstattaktivitäten übernommen. Ich habe es ja gesehen, wo wir bei euch in der Werkstatt gefilmt haben und wo wir den Rundgang gemacht haben, wie deine Augen da anfangen zu glänzen, wenn du dein Equipment beschreibst, was du dir gedacht hast, dabei bei der Ausrüstung der Werkstatt. Ihr baut Anhänger, ihr macht Speziallösungen, ihr macht Reparaturen. Da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich glaube, erstmal lass uns mal über den Zuckerrohranbau sprechen. Denn Zuckerrohr ist ja etwas, was wir, also mein Bruder und ich, vor ein paar Jahren schon in Südamerika bei unserer Produktion in Brasilien gefilmt haben. Damals war es ein Unternehmen mit 370.000 Hektar, zweitgrößter Anbauer der Welt. Ihr seid jetzt ein bisschen in anderen Dimensionen da tätig und auch ein bisschen andere Mechanisierung, muss man ganz ehrlich ja sagen, als es in Südamerika jetzt, wie ich es gerade geschildert habe, stattfindet. Beschreib uns mal, wie läuft bei euch die Saison ab beim Zuckerrohranbau und wie geht das dann los mit der Ernte? Wie sind da die Abläufe? Nicht zu detailliert. Ich werde auch versuchen, für die, die den Beitrag als Video schauen, da ein paar Fotos und ein paar Videosequenzen mit einzubauen, dass man sich das vorstellen kann. Aber beschreib uns das mal, denn ich glaube, die wenigsten der Zuschauer haben mit Zuckerrohr so viele Verbindungen. Ja, also wir haben ganz andere Dimensionen, wie du sagst, von Brasilien. Wir haben insgesamt knapp 600 Hektar Farmland, wovon ungefähr 250 Zuckerrohr sind. Und die 250 Hektar Zuckerrohr werden momentan alles per Hand geerntet, also mit Handarbeit. Anderes wie in Brasilien, wo man mit die Vollernte fährt. Wir haben die Vollernte, wir haben ja in eurem Video gesehen, dass unsere steht versteckt in einer Ecke und staubt zu und wartet auf seinen nächsten Einsatz. Aber aktuell wird alles mit der Hand geerntet. Die Saison beginnt im März, also wir haben jetzt vor 3, 4 Wochen angefangen zu ernten. Bei uns ist das so, das Zuckerrohr wird noch abgebrannt. Hat einfach mit der späteren Verarbeitung in der Zuckermühle zu tun. Das muss weniger gereinigt werden. Es ist leichter für die Handarbeiter, die das ernten, dann zu ernten, wenn nicht die ganzen Blätter im Weg sind. Also die Zuckerrohrpflanze sieht ja an sich genauso aus wie eine Maispflanze, nur ein paar mehr Blätter. Und der Unterschied liegt daran, da wächst kein Zuckerrohrkolben dran oder eine Zuckerrübe, sondern das Rohr selbst enthält den Zucker. Somit die Blätter außenrum, die will man eigentlich nicht haben, die haben eigentlich keinen Wert und man will das Rohr alleine haben, da ist nämlich der Zucker drin. Und somit wird das Feld abgebrannt. Unsere Felder, wie schon vorhin gesagt, mit den kleinen Strukturierungen, unsere Felder sind irgendwo zwischen 1 bis 2,5 Hektar groß und die werden dann Feld für Feld abgefackelt. Also wir laufen dann rum.
zünden das an und gucken dann, dass die Nachbarfelder nicht abbrennen. Und wenn das dann einmal abgefackelt ist, laufen sie die Handarbeiter dann durch, die ernten das dann durch und hauen das ab. Da wird einmal das Rohr abgehauen, dann wird nochmal zusätzlich, läuft einer durch, der haut dann oben die grünen Spitzen noch ab, also die grünen Blätter, die dann nicht brennen, die werden dann nochmal separat kurz abgehauen. Und dann wird es mit einem Dreirad-Ladegerät auf Anhänge geladen. Die Anhänge haben circa 9 Tonnen, wo die laden können. Und die bringen das dann zur Ladefläche. Da wird das Ganze dann umgeladen auf den LKW und zur Zuckermühle gebracht. Ich erinnere mich noch gut, morgens früh, bevor die Sonne aufging, mit deinem Vater und deinem Bruder Lothar da auf das umgebaute Feuerwehrauto mit der Löschkanone obendrauf, und dann ein paar tausend Liter Wasser entlang der Feldränder verteilt. Dann immer ein Blick auf die App, um die Windrichtung zu verfolgen und an der richtigen Stelle anzustecken, das Ganze. Und dann natürlich dieses Inferno, wenn das Feld dort abfackelt. Ja, mein Bruder hätte damals fast seine Drohne verloren, denn irgendwann hat er sich in den Bildern verloren, war mit der Drohne überhalb der Rauchwolken und hat dann fast den Weg nicht mehr zurückgefunden, als das Akku leer wurde und ist dann irgendwo zwischen den Erntehelfern gelandet. Ja, aber das war sehr aufregend und damals und haben wir in der Form eben auch noch nicht gesehen. Ich hatte es mal recherchiert, auch für die Filmproduktion, etwa 90% der Fläche in Südafrika wird in dieser Richtung, wie du es beschrieben hast, bearbeitet. Es sind etwa 23.000 registrierte Farmer und die Gesamtfläche sind 370.000 Hektar. Und ihr liefert ja auch an eine Zuckerfabrik. Das insgesamt landesweit sind es ungefähr 12 Fabriken. Und die Fabriken bei euch sind ja zwei Fabriken in der Nähe. Da hatten wir damals auch. Ja, du hattest es beschrieben, das ist nicht so einfach mit der Zuckerfabrik, ne? Also ein paar Jahre vorher oder war es ein Jahr vorher, da war die Ernte im Prinzip im Gang und die Zuckerfabrik, da ging aber nichts vorwärts und das hat euch in ziemliche Probleme gebracht, ne? Das kannst du vielleicht mal beschreiben, weil das ist, glaube ich, in unserer Gegend kaum vorstellbar, dass wir hier anfangen zu dreschen und auf einmal das eine Lagerhaus, was das verarbeiten soll, oder die Lagerhauskette hat ihre Silos nicht am Laufen. Ja, das ist so. Wenn man die beste Ernte auf dem Feld stehen hat und man wird sie nicht los, dann bringt sie einen auch nichts. Und genau das Problem hatten wir ja, wie ihr hier wart. Das war das Jahr davor. Wir haben jetzt erst ein gutes Jahr gehabt. Das lief das letzte Jahr, die letzte Saison war die erste vernünftige seit 4 Jahren, wo wir endlich relativ das wegschaffen konnten, was wir auch hatten. Wir machen nächste Woche mit dem letzten Zuckerrohr fertig, was noch vom letzten Jahr übrig stand. Also wir konnten nicht alles wegbringen. Es ist aber nur ein Kleinteil zum Glück gewesen. Die Jahre zuvor war es extrem schlecht. Also wir hatten die Ernte auf dem Feld, richtig gute Ernte. Wir hatten guten Regen gehabt, das Wetter hat gepasst. Aber die Zuckermühle, die Abnahme stand. Und das lief nicht. Die fehlende Wartung in der Fabrik ist ja, auf einmal zusammengebrochen. Die hat geholpert und gestolpert, dann hatten die kein Wasser, weil die Bohrlochpumpe kaputt war. Dann war die Crusher, also das, wo das häckselt am Anfang, dann war das kaputt. Dann konnten sie keine Lage kriegen, dann haben sie Lage bekommen, dann haben sie aus China Lage gekauft, weil die günstig waren. Und dann lief das wieder nur einen Monat, dann sind die auseinandergeflogen und dann mussten wir wieder. Und das war ein Geholpe und Gestolpe von Anfang bis Ende. Und ja, zum Ende hin standen wir mit 40% der Ernte auf dem Feld und konnten die nicht loswerden. Und ja, wenn man sich einfach mal denkt, 40% der Ernte hat man die Kosten ausgegeben, aber kein Einkommen, muss man das irgendwie decken. Und ja, das waren sehr, sehr schwere Jahre, aber wir haben sie gut überstanden und sieht heute viel besser aus. Und bis jetzt halten wir mal die Daumen, läuft die Zuckermühle sehr gut. Ja, du hast so ein bisschen sag ich mal, organisatorischen Schwierigkeiten beschrieben, mit denen ihr da zu kämpfen habt. Ich meine, wir sind insgesamt 8000 Kilometer im Land unterwegs gewesen bei unserer Filmproduktion, knapp 30 Tage in drei verschiedenen Steps. Und ein Problem, was eigentlich fast jeden Tag
ja, vorherrschte, das war das Problem der wirklich intensiven Stromausfälle. Und ich kann mich erinnern, also das waren teilweise die Hotels, die waren dann mehr oder weniger darauf vorbereitet. Wer ein Aggregat hatte, ein Generator hatte, der konnte da hier und da improvisieren. Aber die Stromausfälle sind halt ein riesengroßes Problem bei euch im Land und auch ein Problem, so haben wir von vielen Landwirten erfahren, was sich nicht in den nächsten Jahren einfach so in Luft auflöst. Beschreibt das doch nochmal, wie geht ihr damit um? Ich meine, wir haben ja jetzt eine stabile Verbindung. Warum haben wir eine stabile Verbindung? Das ist ja schon mal das interessiert mich ja schon mal am meisten. Wir haben jetzt fast 30 Minuten geredet und ich höre im Moment im Hintergrund kein Aggregat brummen und die Verbindung steht. Ja, also das ist so ein Thema für sich, um das einfach kurz zu erklären. Also das Stromnetz in Südafrika ist kaputt, fehlende Wartung mal wieder, wie auch bei der Zuckermühle. Und das System ist einfach zusammengebrochen. Es fängt an bei der Kohlenminen, also Steinkohlewerke. Die haben keine neuen Minen angelegt, weil das ist ja sehr kostenintensiv und da ist ja noch Kohle, also braucht man keine neuen anlegen. Nun sind die leer und jetzt braucht man erstmal ein paar Jahre, bis man die neuen angelegt hat, bis hin zu die anderen Kraftwerke, wo die Kraftwerke selbst kaputt sind. Die Staudämme, die leer sind in der Dürrezeit, wo die Wassergeneratoren noch unterstützen, die jetzt auch nicht unterstützen, weil kein Wasser da ist. Also es spielen viele Faktoren da rein, aber im Ganzen, das Netz ist kaputt und das kriegen die nicht auf der Reihe. Da ist so viel Korruption, dass da geht mehr kaputt als recht. Und das hat verursacht, dass wir mittlerweile eine App haben, wo drin steht, wann am Tag kein Strom ist. Da gibt es 8 Stufen. Stufe 1 sparen wir 10.000 Megawatt, glaube ich, übers Land am Tag. Stufe 2 dann 20.000, 30.000 und so weiter. Bis hin zu, ja, und das rechnet sich dann ungefähr bei Stufe 6 hat man 4 Stunden am Tag, 6 Stunden am Tag, aber einmal 4 Stunden am Stück kein Strom. Da wird einfach der Strom abgeschaltet, dann sitzt man im Dunkeln und man muss gucken, wie man zurechtkommt. Und ja, dann geht es mal besser, dann ist die Rugby-Weltmeisterschaft, dann haben wir auf einmal keine Stromabschaltungen mehr, alles läuft super, alles ist gut und dann, sobald die rum ist, auf einmal haben wir wieder Stufe 7, Stufe 6 und kein Strom. Genau wie über Weihnachten oder jetzt geht es wieder zur Neuwahl der Parteien. Jetzt scheint es auch wieder etwas besser zu gehen. Allerdings, ja, wie du schon gesagt hast, da müssen Generatoren laufen. Die Generatoren verbrauchen extrem viel Diesel. Der Dieselpreis hier ist vergleichbar mit Deutschland vom Preis her. Also er ist etwas günstiger, aber wenn man das gegenrechnet mit dem Einkommen und dem Wechselkurs, dann ist er, ja, kann man sagen, man bezahlt das Gleiche für Diesel hier, was man da bezahlt, und so ein Notstromaggregat, das frisst halt Diesel, vor allem wenn er 4 Stunden am Tag eine Werkstatt laufen muss und so weiter. Ja, du hattest gefragt wegen der Verbindung. Wir haben mittlerweile auch Solaranlagen installiert. War ein langes, schwieriges Thema. In Deutschland würde man sagen, ja, was? Mach doch, hol die Firma, kriegst ja auch gut Unterstützung dabei, Leute, die sich auskennen, das ist hier ganz andere Sache. Erstmal jemand zu finden, der sich gut auskennt, der das auch das richtige System verkaufen kann. Dann Finanzierung hier, ich weiß nicht, was der Zinssatz momentan in Deutschland macht. Wie ich da weg bin, war der noch irgendwo bei Null rumgedümpelt. Da sind 2, wir auch nicht mehr, aber ich denke, du willst auf was anderes raus jetzt. Ja. Wir liegen bei 12-13%. Ja, okay. Einfach, wenn man das vergleicht und dann natürlich der niedrige Strompreis. Also unser Strom ist sehr günstig. Wenn man den günstigen Strompreis nimmt, dann noch die teure Finanzierung für eine Solaranlage, lohnt es sich in sehr wenigen Fällen Solar draufzumachen. Wir haben jetzt aber hier bei mir zu Hause, haben wir einfach ein kleines System, was einfach nur unterstützt. Also wenn da Load Shedding ist, ziehe ich vom Solar aus, und zu Hause auf der Werkstatt haben wir seit Februar jetzt auch ein großes System drauf, dass die Werkstatt komplett autark laufen kann. Da war einfach das Problem, die Werkstatt, die Schweißgeräte, die Drehmaschinen, die brauchen so viel Strom, und wenn da der Generator laufen muss, der säuft Diesel ohne Ende, und um da einfach die Kosten runterzubringen, haben wir da jetzt das Solar installiert, und ja,
bis jetzt Wie wir läuft ganz sehen, es gut. funktioniert. Wie wir sehen und hören, es Genau. funktioniert. Ja, also um da noch einmal anzuknüpfen, es war halt wirklich bei unserer Filmproduktion, da waren wir waren ja auch auf Weingütern bei Kapstadt, wir waren auf Milchviehbetrieben da unten entlang der Garden Route und da geht es halt wirklich auch bei den Weingütern beispielsweise um Beregnung. Wir waren auf Kartoffelbetrieben, da geht es um Beregnungsanlagen, die über Kilometer weit entsprechend ihr Wasser pumpen und wenn die Pumpe da ausfällt und dann 4 Stunden alleine, bis das Wasser wieder an der Beregnungsanlage bis zur Beregnungsanlage gepumpt ist, ist schon wieder der nächste Stromausfall. Also das ist wirklich für die Landwirte und für die Agrarproduktion vor Ort sind das wirklich ja sehr starke Probleme. Und das war also etwas, was uns alle bei allen Drehs irgendwie so ein Thema war. Genau, aber wir haben jetzt ein bisschen übers Leben auf dem Land ja schon ein bisschen durch die Stromausfälle ja schon gesprochen. Lass uns da noch ein bisschen intensiver drauf eingehen, denn ja, Arm und Reich, es sind viele Kulturen. Ihr habt Swasiland und Lesotho, die beiden Binnenstaaten in der Nähe. Die gehören zu den ärmsten Ländern der Welt bei euch in der Nähe. Beschreibt ein bisschen das Leben auch auf dem Land. Wie geht das vonstatten? Ja, das Leben auf dem Land ist, wie du schon gesagt hast, arm und reich. Das merkt man hier sehr stark. Das merkt man aber nicht nur auf dem Land, sondern in der Stadt auch. Da ist in Südafrika ein riesengroßes Problem. Es gibt extrem viele sehr arme Leute und es gibt viele sehr reiche Leute. Und die Reichen werden reicher und der Mittelstand versucht mit die sehr arm was zu machen, damit wir irgendwie alle überleben. Und es ist sehr schwer, wenn man allein die Geschichten wie Elon Musk anguckt. Der ist ja Südafrikaner, ausgewandert nach der USA. Wenn man mal die Geschichte liest, warum, dann sagt es ganz genau, wenn du reich werden willst, nicht in Südafrika. Da ist zu viel Korruption, da läuft zu viel schief. Und ja, wir haben ein Problem mit Armheit und das ist auch noch ein sehr großer Treiber von der Handarbeit bei der Zuckerrohrernte. Die Schwarzen sind hungrig, die wollen Arbeit. Wir haben, ja, früher war es kein Problem, wo wir keinen Mindestlohn hatten. Das hört sich im ersten Moment schlecht an. Aber wir hatten halt in der Küche waren 3 Küchenhilfen. Die haben in der Küche gearbeitet. Die eine hat Haus geputzt, die eine hat die Küche gemacht, die andere hat die Wäsche gewaschen. Man hat halt jeden und jeder hat ein bisschen Geld bekommen und jeder konnte mit dem bisschen Geld sich was zu essen kaufen. Dann haben sie angefangen, den Mindestlohn einzuführen. Mittlerweile haben wir nur noch eine auf einer Hofstelle, die alles macht, weil es halt eben so teuer geworden ist. Für die ist das schön, sie kriegt jetzt sehr viel mehr Geld. Für die anderen beiden, die gehen mussten, oder die anderen 6, die gehen mussten, wenn man es pro Haus nimmt, für die ist es nicht so schön, die sitzen jetzt ohne Arbeit. Und das Gleiche ist bei der Ernte auch. Wenn wir diesen Vollernte rausholen, können wir sicher unser ganzen, oder können wir garantiert unsere ganzen Erntehelfer wegmachen. Das sind aktuell 26 Mitarbeiter, die können wir alle nicht mehr anstellen. Die kriegen Entlassen, kein ja. Geld mehr. Dafür haben wir einen Fahrer, der die Maschine fährt. Ja, es hört sich wunderbar an, man muss nur mit einem arbeiten, man hat den Stress nicht mehr, aber das sind dann 6 oder 25 in dem Fall, die dann hungern. Und da muss man halt auch immer nach gucken, weil wenn die anfangen zu hungern, dann fängt halt die Kriminalität wieder an. Das ist halt ganz menschlich. Wenn ich nichts zu essen habe, kein Geld habe, Essen zu kaufen, dann gucke ich halt, wo ich Essen kriege. Und wenn es heißt, ich muss stehlen, dann muss ich halt stehlen zu überleben. Und in vielen Fällen, da kannst du halt nicht böse denen gegenüber sein, weil er hat halt nichts. Wie ist das mit der Kriminalität? Wir haben damals darüber gesprochen. Es gab, ihr wart dabei, euch selber, weil der Staat an der Stelle einfach seinen Aufgaben nicht gerecht wird oder auch die Gemeinde einfach die Aufgaben in Form von Sicherheit, ärztlicher Versorgung, Notfallversorgung und so weiter nicht dafür organisieren kann und nicht bereitstellt. Habt ihr euch selber organisiert in der Agrarcommunity da praktisch mit den Nachbarn, mit den Landwirten, mit denen, die dort auf dem Land leben? Sag uns da vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu, weil ich fand das ganz spannend, wo wir damals drüber gesprochen haben. Und da gibt es ja auch schon erste Erfolge, glaube ich, oder? An den Genau, genau. Ja, also es fing an, ja, von damals her die Feuerwehr. Du hast ja gesagt, wir haben jede unsere eigenen umgebauten Feuerwehrautos. Wenn hier was brennt und man ruft die offizielle Polizei, ach, Feuerwehr an, die taucht, wenn sie auftaucht, 3, 4 Stunden später auf.
Und das kann man sich natürlich nicht leisten, vor allem nicht, wenn man Zuckerrohr hat und das da wegläuft auf einem windigen Tag, dann brennt man sehr schnell 3000 Hektar ab ohne irgendwas. Und somit hat jeder Landwirt eigentlich seine eigene Feuerwehr und mindestens eine Feuerwehr. Und hier die KwaZulu-Natal-Midlands-Region hat das meiste Wasser auf Rede verfügbar weltweit. Also es ist die Region mit am meisten Wasser. Wir haben, ich meine, wir allein haben aktuell zwei LKWs, der dritte wird aktuell gebaut, wo jeweils 6000 Liter Wasser drauf sind. Und dann haben wir noch zwei Wasserkarren, die jeweils, die eine nimmt 4,5 und die andere nimmt auch 6000 Liter Wasser. Also wir haben sehr viel Wasser aktuell verfügbar, dass wenn es brennt, kann man gleich loslegen und ausmachen. Und ja, bezogen auf die Kriminalität und vor 2 Jahren hatten wir ja das Looting in Südafrika, wo sehr schlimm war und gefährlich war und Einbrüche waren und so weiter. Ja, die Polizei kommt auch nicht. Da heißt es oft, wenn man anruft, ich habe einen Notfall. Ja, was ist denn der Notfall? Oh, Unfall. Ja, wir haben aktuell kein Auto zu fahren oder wir haben keinen, die Regierung gibt uns keinen Sprit zu fahren. Da ist ein Einbruch, ja, ist da jemand bewaffnet? Und weißt du, da kommen erst Gegenfragen, da kommt nicht alles klar, wir sind unterwegs. Da heißt dann erstmal, ja, kannst du dir nicht selber helfen und uns dann berichten, was passiert ist. Und das, ja, fing dann an, dass sehr viele Landwirte selbst auf eigene Faust irgendwas machen. Und abends an der Kneipe beim Bier haben dann drei, vier Landwirte gesprochen und gesagt, weißt du, wenn da was ist, du fährst immer raus. Wenn da ein ärztlicher Notfall ist, du fährst immer raus. Können wir uns nicht zusammentun? Weißt du, eine WhatsApp-Gruppe so ein bisschen bilden, dass man, ja, und dann fing es an halt mit WhatsApp, das funktioniert sehr gut in diesem Land, Handyempfang und ja, haben halt ursprünglich über WhatsApp gebildet. Mittlerweile haben sich also die ganze Region zusammengetan. Wir haben ein Gebäude gestiftet bekommen, wo wir eine Zentrale haben mit Überwachungskameras. Wir haben Überwachungskameras an den Straßen, an den Hauptpunkten, auf die Hauptverkehrswege durch, wo die Hauptrouten sind, wo gefahren wird, zum Beispiel zur Hauptstadt hin oder nach Durban runter oder hier zur Küste runter. Da sind überall strategisch Kameras aufgesetzt mit Spotbot, wo Autos erkennen, wo Kennzeichen erkennen, wo Leute erkennen können. Die haben wir aufgestellt. Wir haben jetzt Drohnen, es mittlerweile 4 Drohnen, glaube ich, sind es, die rumfliegen mit Nachtsicht- und Wärmebildkameras, dass wenn abends ein Feuer ist, fliegen die raus, die sehen genau, wo angezündet werden, die können die Leute fangen. Wenn da gewildert wird, können die direkt sehen, nachts, wo die unterwegs sind, können die fangen. Und wir haben da sehr schnelle Reaktionszeiten rausgekommen. Und wie du schon sagtest von der Folge, wir haben vor kurzem war ein Notfall hier. Ein Landwirt hat einen Unfall gehabt mit einer Landmaschine und ja, hat versucht, den Notfall anzurufen, ging nicht. Er hat zum Glück dann umgeschaltet und hat gesagt, ach, ich muss die Notfallzentrale anrufen, hat sich da gemeldet. Die waren da, die haben zum Glück mit den ganzen Gerätschaften, die sie mittlerweile schon haben, ihnen sein Blutdruck erhalten können und seine Wunde ja, sichern können, dass es nicht weiter ausblutet und Und ihm konnten am ihn zum Ende Krankenhaus geholfen fliegen. dann. Und ihm am Ende Und geholfen ja, er und auf hat, dem schnellen Weg der wurde geholfen. geholfen und hat's, ja, ist wieder zurück auf der Farm, sehr gesund und freut sich sehr und hat sehr gedankt, dass diese Zentrale da ist. Also ja, man muss halt alles selber machen und es ist schön zu sehen, dass es auch Erfolge bringt und dass es auch funktioniert und dass man das nicht für nichts tut. Man kennt es ja von Deutschland, die Freiwillige Feuerwehr und und so weiter und das Rote Kreuz und die Freiwilligen Helfer. Hier ist es ähnlich, nur halt selbst finanziert und nicht vom Dass Staat. ihr halt jetzt in, dass ihr euch halt in Arbeitsklamotten dann auf den Weg macht, im Prinzip für Genau. für die Notfälle. Genau. Lass uns zurückkommen zur Landwirtschaft nochmal. Ihr habt ja den Betrieb. Der Name des Betriebs S-Torf, der ist, glaube ich, noch nicht gefallen an der Stelle. Das ist ja auch so ein bisschen der Blick nochmal ja, in Richtung der deutschen Ursprünge eurer Familie.
Ihr habt euren Betrieb sehr stark diversifiziert. Ihr habt also verschiedene Geschäftsbereiche aufgebaut, auch so ein bisschen, das ist wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile nachvollziehbar für den Zuschauer, für den Zuhörer, nachdem ihr du hast die Schwierigkeiten mit dem Zuckerrohr geschildert, du hast die Rahmenbedingungen auch geschildert, wo es überall mal wieder Schwierigkeiten gibt, Produkte abzusetzen, und so weiter. Da ist es einfach gut, dass man die Werkstatt noch hat, dass man den Zuckerrohranbau hat und ihr habt jetzt angefangen, euch, ich weiß nicht jetzt, natürlich sind es auch wieder Sonderkulturen, euch mit Macadamia-Nüssen zu beschäftigen, und Avocados. Das hat hauptsächlich, glaube ich, so ein bisschen auch dein Bruder aufgebaut, das Ganze. Ihr habt euch da richtig reingearbeitet, ne? Ihr habt eine Anlage gebaut, ihr habt Bäume gepflanzt. Das ist richtig auch ein Projekt, was man jetzt nicht über 2 Jahre betreibt und dann wieder stilllegt. Genau, also wir haben ja über das Zuckerrohr gesprochen. Wir haben die Farm fing eigentlich an mit Holz. Wir haben hier schnell wachsendes Holz, die Akazie und Pinie. Das ist aber nur noch ein kleiner Teil geworden. Wir haben das noch. Es hilft uns sehr gut in der Zeit, wo wir kein Zuckerrohr ernten. Da ist halt Holz angesagt, da machen wir halt die Holzernte. Ja, aber das waren halt die 2 Bereiche eigentlich. Es war eigentlich nur das Zuckerrohr und dann das bisschen Holz, was wir noch haben. Und als mein Bruder dann auf der Farm war und es lief, hat mein Vater sich gesagt, gut, er hat jetzt Zeit. Jetzt hat er Zeit zu überlegen, was kann er machen, wie kann er Geld sparen, wo geben wir unser Geld aus, was kann er machen? Und ja, mein Vater hat schon immer hobbymäßig geschraubt, hat seit der Jugend auf immer alte Pickups gekauft, hat die restauriert und hat die wieder verkauft, hat die wieder fit gemacht und hat die wieder verkauft. Und hat gedacht, ja gut, der kann das ja. Wir haben eine Werkstatt auf dem Hof, die war, kleine Seitengeschichte, für meinem Onkel gebaut worden. Der ist mittlerweile raus, hat seine eigene Werkstatt. Die Scheune steht aber und somit ist mein Vater dann da rein und hat gesagt, er möchte die Reparaturen von unseren eigenen Fahrzeugen selber machen, einfach um die Kosten da an Reparaturen und Pflege. Unsere Maschinen sind sehr alt. Wir haben die Farm mit sehr viel Schuld geerbt und mussten ja aus der Schuld heraus arbeiten. Somit kann man nicht einfach hingehen und sagen, so, ich brauche einen neuen Fendt, ich brauche einen neuen John Deere, ich brauche einen neuen Glas. Es geht halt nicht. Man muss halt mit das arbeiten, was man hat. Und alte Maschinen gehen halt mal gerne kaputt. Und da sind halt die Reparaturkosten sehr hoch gewesen. Und mein Vater hat dann diese Werkstatt ge gegründet, hat das gemacht. Da waren dann Landwirte, die brauchten Anhänge, haben gesagt, hey, kannst du nicht für uns, du hast eine Werkstatt, kannst du nicht Anhänge für uns bauen? Mein Vater hat sich dann zertifizieren lassen als offizieller Anhängebauer beim Straßenamt in Südafrika. Also wir dürfen jetzt offiziell auch Anhänge bauen und auf der Straße registrieren für einen TÜV, für die Führerscheinstelle. Wir dürfen Fahrzeugnummern vergeben. Wir sind da, ja, wie gesagt, offiziell registriert. Dann wie das so lief, hatte dann noch Ersatzteile importiert aus Deutschland, die Motorenteile, wo ich vorhin erzählt habe, kurz. Wir importieren Ersatzteile aus Deutschland für die Deutz-Motoren. Hier werden noch sehr viel von die luftgekühlten Deutz-Motoren gebraucht, gerade in diese Bell-Traktoren. Es ist ein robuster Motor, der einfach wenig Probleme gibt und sehr, sehr gut funktioniert hier und ist ein günstiger Motor zum Reparieren. Und somit sind die noch sehr, sehr, sehr viel umher. Und da haben wir Kontakte geknüpft nach Deutschland und importieren jetzt Teile dafür und ja, machen da Motorenreparaturen und verkaufen die Teile in der Werkstattseite. Und ja, als die Zuckerrohrseite dann lief und mein Bruder so ein bisschen Zeit hat, mein Papa gesagt, ey, er denkt, wir müssen noch was machen. Mein Bruder gesagt, ja, es ist an die Zeit, wir müssen gucken, weil ein schlechtes Zuckerrohr, ja, Zuckerrohr ist unser Haupteinkommen, es ist das, die Frucht, die uns unser Einkommen bringt, übers Jahr gesehen. Und wenn wir ein schlechtes Jahr kommt oder eine Dürre kommt, werden wir ein Problem haben. Und damit wir nicht rückwärts arbeiten, müssen wir halt irgendwas suchen, was uns halt einen anderen Standbein gibt, was nicht mit der Zuckerindustrie zusammen ist. Und mein Vater wollte dann sehr gerne wieder in Vieh oder Milchvieh oder sowas einsteigen oder Hühner. Und mein Bruder hat gesagt, nee, nee, wir können gerne Tiere machen, aber ohne ihn. Er passt kein Tier auf, dann hat man nie Urlaub. Er möchte das nicht. Und somit haben sie sich dann für Macadamia-Nüsse entschlossen. Wir haben immer so 5, 6 Bäume auf dem Hof gehabt.
Die haben immer sehr, sehr gut getragen und haben sie gedacht, gut, wenn die gut getragen haben, ohne dass man die betreut hat, dann müsste es ja was sein. Und dann haben sie sich da dann informiert und haben dann die große Investition angefangen und haben Macadamia gepflanzt. Wir haben mittlerweile 60 Hektar Macadamia-Bäume gepflanzt, alles unter Beregnung. Sind die ältesten Bäume sind jetzt 11 Jahre alt. Sie haben uns damals, als wir angefangen haben, versprochen, dass man nach zwischen 7 und 9 Jahren das Geld wieder zurückbekommt, was man investiert hat. Leider durch die trockenen Jahre und die Bedingungen einfach generell, die wir hier haben, sind unsere Bäume ungefähr mit 2 Jahren verzögert, somit dass die ältesten Bäume jetzt erst anfangen, wirklich Power zu geben und die jüngsten Bäume noch hinterher dümpeln und ja, uns die Investition ein bisschen längerfristig beschäftigt. Aber es läuft sehr gut, wir sind sehr zufrieden. Wir haben sehr gute Qualität. Wir haben letztes Jahr den besten Preis von der Region bekommen für die Nüsse. Das heißt einfach, die Qualität stimmt und es passt. Das war sehr schön. Also das Projekt fängt an, sich zu drehen. Wir schreiben jetzt seit diesem oder ab diesem Jahr hoffentlich dann auch nur noch schwarze Zahlen und nicht nur mal schwarz, mal rot, mal schwarz, mal rot. Ja, sieht sehr positiv aus. Da wir die ersten waren in der Region, die diese Nüsse gepflanzt haben, haben wir uns gedacht, was machen wir, wenn wir die geerntet haben? Die Nüsse müssen getrocknet werden, müssen, also die Nuss hat zwei Schalen, einmal die harte braune und einmal eine weiche grüne. Die weiche grüne wird bei uns geschält, wenn man die dran lässt, schimmeln die Nüsse extrem schnell. Also die muss ab. Wenn die geerntet wird, muss die sofort ab. Und dann muss die Nuss getrocknet werden. Wenn die nicht getrocknet wird, die bleibt einfach liegen, fängt die auch an zu schimmeln. Somit muss die Feuchtigkeit raus. Und ja, da standen wir vor dem nächsten Problem. Wer trocknet uns die Nüsse? Die nächste Anlage ist ungefähr 70 Kilometer entfernt, 70, 80 Kilometer entfernt. Die ganzen Nüsse, 80 Kilometer zu fahren, da ist dein Profit raus. Vor allem, wenn die so nass sind und man transportiert die über die Distanz, sind die Hälfte beschädigt. Da wird dir jeder Nussbauer sagen, lass das, mach das nicht, das ist Fehler. Und somit sind wir dann beigegangen und haben unsere eigene Anlage hingebaut, um diese Nüsse zu trocknen. Wir haben die dann auch gleichzeitig groß genug gebaut, damit wir auch für alle anderen Landwirte, die nach uns gepflanzt haben, dann halt auch Kapazität haben, damit nicht jeder sich so eine Anlage hinbauen muss, weil das ist halt natürlich auch wieder Geld, das man investieren muss, was nicht jeder hat. Und durch unsere Werkstatt konnten wir halt die Anlage komplett selber bauen. Also die Anlage hat mein Vater komplett selber gebaut und einfach durch die Werkstatt halt finanziert. Dadurch, dass wir halt, wie du gesagt hast, schon sehr, sehr divers aufgestellt sind, können die verschiedenen Bereiche sich gegenseitig subventionieren und das hat zum Beispiel die Werkstatt für die Nussanlage gemacht. Und jetzt haben wir hier eine Nussanlage stehen, die 1000 Tonnen in der Saison durchjagen kann. Wir haben dieses Jahr die letzten, bevor die Saison geht, jetzt ab Osten wieder los und wir haben jetzt die letzten Upgrades gemacht, dass die Anlage auch tatsächlich jetzt 1000 Tonnen in der Saison schaffen kann. Und das war jetzt der letzte Schritt, die Automatisierung, die Klimaanlagen eingebaut für die trockene Luft und so weiter. Ja, aber ja, die Anlage steht. War ein sehr spannender Rundgang. Ich erinnere mich da gerne zurück, wo wir da bei euch uns das Ganze angeschaut haben, weil es halt wirklich auch etwas ist, was mit, ja, mit unternehmerischem Risiko am Anfang verbunden ist, mit Pionierarbeit und am Ende jetzt, wie du es beschrieben hast, dann auch ja mit Erfolg gekrönt ist, dass es dann funktioniert, dass es noch angepasst wird, aber dass man trotzdem sich auch irgendwie immer drum kümmern muss und weiterentwickeln muss und die Augen offen halten muss. Ihr habt das damals ja auch, ihr habt ein bisschen Unterstützung bekommen, ihr habt ja, wie würde man sagen, in anderen Ländern Erntehelfer, ich würde es jetzt mal als Praktikanten, waren zwei da aus Deutschland, ne? Also das kann man bei euch auch machen. Also wir haben in der Folge 1 besprochen über Erntehelfer in Kanada, das fällt, glaube ich, jedem ein, dass man das da machen kann, Mähdrescher fahren, aber auch bei euch kann man in Südafrika ja, spannende Sachen erleben und oder Ja, auch voranbringen auf dem Betrieb. Ja, sag noch kurz was dazu. Gibt es da Möglichkeiten bei euch? Erntehelfer ist vielleicht weit gegriffen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner aus Deutschland kommen möchte und möchte hier Zuckerrohr ernten oder Nüsse pflücken. Aber Ja, deshalb, ich habe es als Praktikant ja auch als ergänzt, den Praktikant Begriff, kann man ja. das gut beschreiben. Wir haben ja, wie gesagt, letztes Jahr einen Anruf bekommen aus Deutschland. Zwei junge Praktikanten, die wollten gern
Erfahrung machen, einfach wie arbeitet man in Südafrika auf der Farm und dann natürlich, weil wir hier viel mit die Einheimischen, mit die Ausländer aus Lesotho, Swasiland und so weiter arbeiten. Ja, das war auch wieder eine Geschichte, wo der Vater die beiden Jungs motiviert hat und gesagt hat, hier, ihr müsst das machen, ihr müsst da die Erfahrung im Ausland einfach mitnehmen. Und das haben sie dann auch gemacht und haben sich dann gemeldet. Die sind hier runtergekommen. Am Anfang wussten wir auch nicht, was wir damit mal anfangen müssen, weil die erzählt haben, die haben in Australien Mähdrescher gefahren und in Ungarn haben sie Sonnenblumen geerntet. Und da haben wir gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Also wir können die schlecht im Feld stellen und sagen, hier, ernte mal 7 Hektar Zuckerrohr oder fahr mit so einem Bell ungefedert ohne Klimaanlage in so eine Blechbüchse. Jetzt mal den ganzen Tag Traktor, das wollen sie ja auch nicht. Und hat einfach gepasst, als die ankamen. Die Nusssaison ging los, wir haben die in der Nussanlage reingetan und die haben einfach die ganze Saison durch die Nussanlage gelaufen, ohne vorher Erfahrung. Wir haben die gezeigt, was gemacht werden muss und die sind da eingestiegen mit vollem Geist und haben es richtig gut gemacht. Und das hat uns auch motiviert zu sagen, ey, in Zukunft, wenn wir noch Anfragen haben, wollen wir das auch nachgehen und wenn möglich auch unterstützen, dass das den Leuten möglich gemacht wird. Weil Ja. ja, Südafrika ist ein großes Land, viele möchten es bereisen, aber durch die Kriminalität und so weiter ist halt ein schwieriges Thema. Und wenn man dann halt so ein, ich sag mal, Anlaufpunkt hat, ist schon was Feines. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt die E-Mail-Adresse einblenden an der Stelle oder die Kontaktdaten einblenden, was wir auf jeden Fall tun möchten auch, ist, da wird sich bestimmt jemand bei dir melden, da bin ich mir sicher. Du hast das Stichwort gegeben, da möchte ich jetzt auch noch auf jeden Fall zum Abschluss nochmal anknüpfen. Südafrika und Reisen. Viele kennen ja Südafrika durch Kapstadt, durch den Wein, durch die schon mal von mir angesprochene Garden Route da unten bei Port Elizabeth. Wie ist es für dich als Landwirt? Du bist jetzt in Südafrika aufgewachsen, du hast jetzt mal den kurzen Exkurs gehabt, den wir angesprochen haben, aber hast du schon alles gesehen im Land oder hast du das Gefühl, dass du schon alles gesehen hast? Ich meine, als Stichwort Big Five, das ist ja immer das, was die Touris mitnehmen, wenn sie nach Südafrika kommen, einen Löwen zu sehen, einen Leoparden, Nashörner, Elefanten und Schwarzbüffel heißen sie, glaube ich, ne? Hast du die schon alle Genau. gesehen? Ja, also ich kann die ta tatsächlich schon alle abhaken. Ja, das ist gut. Also die Big Ja. Five. Aber ihr habt die nicht auf der Farm. Ihr Nein, habt also die laufen nicht auch. bei uns im Garten rum. Also wir sind aktuell auf einer Spur von einer Hyäne auf der Ja, Farm okay. und wir hatten schon Leoparden auf der Farm. Allerdings diese Raubtiere haben ja extrem große Ja. Einzugsgebiete. Ein Leopard irgendwo bei 9000 Hektar, dass der nicht jeden Tag, jeden Morgen vor der Haustür steht, ist ja ganz normal Ist dann. vielleicht auch gar nicht so Aber schlecht, nein, ja. die Tiere werden eigentlich alle in Safari-Parks gehalten. Das hört sich erstmal wie ein Zoo an. Allerdings muss man sagen, so ein Safari-Park ist im Schnitt so irgendwo um die 90.000 Hektar groß. Bis hin zu 900.000 oder was der Kruger Nationalpark hat. Also das ist wirklich noch Wildnis gehalten. Da ist einfach mal einmal ein Zaun außenrum, damit die Tiere einfach von den Arbeiten auf dem Feld getrennt sind und auch die Arbeiter auf dem Feld halt getrennt sind von den wilden Tieren, weil ja, es ist ja ein wildes Tier ist ein wildes Tier. Ist zwar schön zum Angucken, aber man muss auch Respekt davor haben. Und ja, ich habe noch nicht alles gesehen in Südafrika und ich kann jeden, der sich das irgendwie vorstellt und meint, er möchte in 14 Tagen hier Südafrika kennenlernen, kann gleich mal abhaken. Also das Land ist groß. Von hier bis Kapstadt sind 2200 Kilometer mit dem Bis Auto. nach Johannesburg sind wir auch einige Stunden gefahren von euch. Wir sind ja über den Landweg Genau, letztendlich von gefahren. Wie weit fahrt ihr? Johannesburg, was ist da die Strecke? Johannesburg-Pretoria sind 7 Stunden und Ja, Kapstadt im eineinhalb Norden, Tage. Kapstadt im Also, Süden. ja. Ja, und Also, das. es ist, das Land ist extrem groß. Ich habe schon sehr viel gesehen. Ich war schon in Kapstadt, ich war schon auf die Weinberge, ist natürlich auch was Feines. Wie ich in Deutschland war, habe ich natürlich auch in der Pfalz gewohnt. Da muss man natürlich auch in Kapstadt gewesen sein und den südafrikanischen Wein probieren und vergleichen. Ja. Ja, und wenn ich dann immer Besucher habe, versuche ich auch immer, mir dann auch die Zeit zu nehmen und mal ein bisschen, mindestens ein paar Tage mitzufahren, weil sonst macht man ja sonst keinen Urlaub, wenn man selbstständig ist. Sonst wird es ja nicht selbstständig heißen. Ja,
Finde ich jetzt ganz gut, dass wir das Thema jetzt ganz am Ende, ich hatte es zwischendrin mal eigentlich einsortiert, aber finde ich gut, dass wir es jetzt am Ende gemacht haben. Haben wir auch nochmal ein bisschen Werbung gemacht für Südafrika, nachdem wir ja an ein paar Stellen auch ein bisschen kritisch auf das Landleben und aufs Land eingegangen sind, ist jetzt am Ende auf jeden Fall nochmal ein bisschen Werbung auf jeden Fall mit drin. Und ich glaube, das kann ich auch unterstreichen. Also wir haben auf unserer langen Reise dort auch sehr viel spannende Sachen gesehen, sehr viel. Ja, unser Blick war natürlich sehr agrarisch geprägt, aber immer mal wieder natürlich auch die eine oder andere touristisch interessante Region durchfahren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich dir zustimmen. Da gibt es sehr viel zu sehen und sehr viel zu entdecken. Und man muss halt hier und da einfach ein bisschen die Augen auch offen halten. Das muss man einfach dazu sagen, dass man da einfach Man muss nicht in sich vorher Schwierigkeiten kommt. informieren. Das ist, Man glaube ich, muss sich vorher das informieren, Wichtigste. ganz genau, ganz genau. Rudolf, wir haben lange gesprochen, wir könnten, glaube ich, noch viel länger sprechen. Und ich habe es extra jetzt auch ein bisschen länger laufen lassen, weil in den Kommentaren bei der Folge 1, da stand immer mal wieder drin, lasst doch einfach mal ein bisschen länger quatschen, lasst ein bisschen länger laufen und die Fragen etwas offener formulieren. Und das habe ich jetzt versucht, dass wir da jetzt einfach auch dir ein bisschen mehr Raum geben und deinen Erzählungen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Ich danke dir, dass du uns Einblick gegeben hast in eure Farm, aber auch in die Landwirtschaft in Südafrika in ein paar Punkten. Dort uns ja, Eindrücke vermittelt hast, worum es geht und worauf es bei euch ankommt. Und natürlich finde ich es auch sehr spannend, dass du uns ein bisschen was zu deinem Lebenslauf erzählt hast, der jetzt nicht nur auf der Farm ist, aber ja, vielleicht auch durch deine Aktivitäten, die du außerhalb der Farm hast, jetzt noch erfolgreicher zu Hause weitergehen kann. Durch dein Improvisieren in Südamerika und durch deine viele Werkstatterfahrung, die du da sammeln konntest. Ich wünsche dir und deiner Familie auf jeden Fall alles Gute und ja, natürlich für eure weiteren Aktivitäten auch viel Erfolg. Siehe Nussanbau, siehe Avocados, die 7 Hektar, auf die konnten wir jetzt nicht mehr eingehen. Aber das soll ja auch noch ausgedehnt werden. Da habt ihr also noch weitere Projekte vor, sicherlich auch viel zu lernen an der Stelle. Aber da bin ich mir sicher, dass ihr das auch erfolgreich managt. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bald einmal wieder. Und ja, mir bleiben schöne Grüße nach Südafrika zu senden. Mach's gut, Rudolf. Dankeschön, Tamo. Auch von meiner Seite. Danke, dass ich dabei sein konnte und auch ja, bis demnächst. Ich denke, wir haben schon wieder viel geändert und viel gemacht und auf jeden Fall wieder sehenswert. Also bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder hier unten seid. Und ja, Dankeschön. Grüße auch an deine Familie und deinen Bruder. Und wir sehen uns. Ja, Bis in denn. diesem Sinne, auf Wiedersehen. Mach's gut. Ja, liebe Community, das war die zweite Folge in unserem Farmworld TV Podcast. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten und wir freuen uns natürlich über eure Likes und Kommentare zu diesem Beitrag. Alle Informationen zum Podcast, aber auch zur angesprochenen Videoproduktion Abenteuer Südafrika, Landwirtschaft zwischen Kap und Kalahari, findet ihr auf unserer Internetseite landtechnikvideos.de. Das Filmprojekt ist auf DVD und als Videostream erschienen. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Farmworld TV Talk.